Ja, und nein, da war ein Baum im Weg. Wer hat den hier hingestellt? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Dave, aka Nero Devil, und heute möchte ich euch Steep ein wenig näher bringen. Für alle von euch, die Steep nicht kennen, das ist dieses Wintersportspiel von Ubisoft. Und ich sage jetzt bewusst Wintersportspiel und nicht Snowboard- oder Skifahrspiel, weil Steep diese ganzen Sportarten eben in einem Spiel vereint. In Steep kann man, wie gesagt, snowboarden, Skifahren, aber auch Paragliden und mit dem Wingsuit herumfliegen. Geronimo! Okay, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinfliegen möchte. Ich wollte es eigentlich einfach nur fliegen. Ja, keine Ahnung, wo komme ich denn... Oh mein Gott! Okay, nochmal. Das Geile ist ja, man bekommt umso mehr Punkte, umso knapper man an Bäumen oder Felsen oder so vorbeifliegt, so wie hier jetzt. Jetzt versuche ich einfach mal so weit wie möglich zu kommen. Okay, hier runter. Alter, stellt euch mal vor, das macht man in echt. Oh mein Gott, das war jetzt aber haarscharf. Ja, ich glaube, weiter komme ich gar nicht. What the fuck? Okay, ich war wohl doch noch zu schnell. Da sieht man meine Line, die ich vorher geflogen bin. Und das Ziel ist jetzt einfach, schneller zu unten zu sein, als ich vorher. Also als mein Geist hier. Finde ich nice, dass man sich seine eigenen Challenges erstellen kann, auf jeden Fall. Man kann dann auch seine Freunde... Oh mein Gott. Diese Knochenbruchgeräusche jedes Mal. Man kann sich auch gegen seine... Man kann diese... Ja, aber okay, nochmal langsam, Dave. Man kann diese selbstgebastelten Strecken, sage ich jetzt mal, selbstgebastelt, haha. Selbstgefahrenen Lines, ja, so heißen die. Auch gegen seine Freunde fahren. Man kann die Herausforderungen an die Freunde schicken. Und das... Oh, das war zu knapp. Da wollte ich cool sein. Da wollte ich cool sein. Und das stelle ich mir auf jeden Fall cool vor. Wenn man da ein paar Leute in der Freundesliste hat und einfach gegen die rennen fährt. Bestimmt ganz funny. So, jetzt mache ich es aber ganz sneaky und fliege einfach eine straight line zum Ziel. Es wird aber auch knapp unten die Zeit, sehe ich gerade. Aber ich glaube, das dürfte sich ausgehen. Ja, Alter, das war aber auch wirklich knapp. So viel schneller war ich jetzt gar nicht. Es waren ein paar Hundertstel maximal. Das Spiel ist ja schon seit einiger Zeit in Entwicklung und letztes Wochenende gab es dafür ein gratis Open Beta Event. Und da ich ein riesen Fan der SSX-Spiele bin, bin ich natürlich extrem interessiert an dem Titel. Ich meine, ja gut, ich habe das Game zwar schon auf der Gamescom dieses Jahr gespielt, aber seien wir ehrlich, diese 15 Minuten oder was man da Zeit hatte, ja, das reicht lange nicht aus, um das Spiel, ich sage jetzt mal, überhaupt zu verstehen von der Steuerung her. Zumindest ging es mir bei der Gamescom so. Denn Steep ist, anders als die sehr arcadigen Spiele der SSX-Reihe, in denen man Stunts wie diesen hier machen kann. That was easy. Auf jeden Fall eher in Richtung Realismus getrimmt. Dementsprechend muss man sich auch ein wenig in die Steuerung einarbeiten. Vom Realismusgrad her würde ich Steep auf jeden Fall so mit Skate vergleichen. Auch wenn die Steuerung nicht annähernd so realistisch ist wie bei Skate. Aber zurück zur Open Beta, und zwar konnte man dort, zumindest kam es mir so vor, schon eine ziemlich fertige Version des Spiels spielen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das Spiel erscheinen soll, ich nehme mal an, noch diesen Winter. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Aber mir kam die Open Beta auf jeden Fall so vor, als ob das Spiel schon ziemlich fertig wäre. Ich meine, die Einführung in das Spiel war meiner Meinung nach schon recht nice. Da gab es nämlich mehrere Missionen, in denen man Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels lernt. Und natürlich auch die verschiedenen Sportarten. Und das alles eingepackt in einer, ja, du bist ein krasser Dude und suchst eben Sponsoren und so, Story. Red Bull gibt gerade echt Vollgas. Zum Beispiel organisieren die Mörder Events wie dieses, wo nur die Besten der Besten antreten dürfen. Und du gehörst dazu. Hier geht es um Kreativität. Also versuch ruhig die ganz großen Tricks. Zeig dem Publikum, was du drauf hast. Dieses Ultra-Natural ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Hier geht es jetzt darum, dass ich ein Rennen fahre gegen diese Dudes hier unten. Obwohl das, glaube ich, keine wirklichen Mitspieler sind, sondern einfach nur solche Geister. Ich glaube, den Bronzegeist und den Silbergeist habe ich überholt. Und hier vor mir fährt der Goldmedaillengeist. Also, wenn ich vor ihm ins Ziel komme, dürfte mir die Goldmedaille sicher sein. Anscheinend hat er eine Zeit von 1,42, wie hier unten steht. Aber wird wohl zu schaffen sein. Ich finde es übrigens extrem nice, wie hier diese Spuren im Schnee gezogen werden. Und da habe ich die Goldmedaillenzeit schon. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass es mich nicht auf die Fresse haut bis zum Ziel.
Gut, noch circa 40 Sekunden oder so. Wow, okay, das war knapp. Naja, ich weiß eh nicht, wie ich Tricks mache oder so, ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon geflogen. Einfach, weil ich der Verlockung nicht widerstehen könnte. Okay. Hin und her und hin und her. Moment, warum fahre ich hin und her? Das ist doch die Line von dem Goldmedaillentypen. Wenn ich eigentlich straight durchfahre, dürfte ich schneller sein. So, okay, muss ich darauf? Ach egal, ich mach's einfach. Oh, oh, da war ein Baum. Und runter. Ist das schon die Ziellinie? Jawohl, Gold! Ich muss zugeben, nachdem ich Steep auf der Gamescom angezockt habe, dachte ich mir nicht, dass ich mir das Spiel hole, beziehungsweise dass mir das Spiel überhaupt Spaß macht. Ganz einfach wegen dieser fummeligen Steuerung. Aber jetzt, da ich in der Open Beta mehr Zeit im Spiel verbracht habe, kann ich schon sagen, das Game macht Laune. Hat man erstmal ein Gespür dafür, wann man abspringen soll und wann man seine Rotationen timen muss, kann man auf jeden Fall mit ziemlich viel Style den Berg runterbrettern. Okay, inzwischen mit Rentiermaske oder Elchmaske versuche ich einfach nochmal. Diesmal habe ich sogar den gleichen Gleiter wie ihr. Und zwar den GoPro-Gleiter, Hashtag not sponsored. Es gibt gar keine Geschwindigkeitsunterschiede von den verschiedenen Gleitern. Ich glaube, das ist alles nur rein optischer Natur. Also ich habe das gerade nicht aufgenommen, den Shop. Oh mein Gott, da war ein Baum. Ich habe das gerade nicht aufgenommen, den Shop, sondern habe mir gedacht, ich kaufe jetzt einfach ein. Ist ja auch nicht so spannend. Auf jeden Fall gibt es in dem Game auch so einen Ingame-Shop, wo man sich mit der Spielwährung eben neues Zeug kaufen kann, wie eben den Elchhelm, den ich gerade aufhabe. Okay, diese Pfeile, die hier unter meinem Schirm sind, zeigen mir wohl den Aufwind gerade. Vielleicht benutzt er den einfach besser oder so. Keine Ahnung. Ich will nicht gegen die Felsen krachen. Und auf einmal geht es wieder hoch. Ich frage mich, ob das wirklich so ist wie in der Realität, dass, keine Ahnung, in der Nähe von Berghängen Luft nach oben weht oder nicht. Ich meine, ich habe keine Ahnung von der ganzen Materie, aber ich würde mich nur eben interessieren, ob das Ganze hier realistisch gehalten ist oder nicht. Und ob es Luftlöcher gibt. Luftlöcher wären ja mal ewig geil. Stellt euch vor, ihr fliegt einfach so und auf einmal flups. He's gone. Ich bin auch viel tiefer als er, obwohl ich habe wirklich versucht, seine Linie zu fliegen, ist mir anscheinend nicht gelungen. Nee. Ich habe wenigstens die Challenge geschafft. Ich bin stolz auf mich. Dave, you did something good today. Da-da-da-da. Erstmal mit Vollschub hier auf diese Kante, weil hier kann man richtig nice wegspringen. Wow, das war knapp. Alter, okay. Dieser Bildschirm wird so schwarz-weiß, wenn zu viele G-Kräfte auf einmal wirken. Ja, hier sieht man es. Die Leiste hier links ist meine G-Kraft-Leiste. Wenn ich zu viel habe, stellt mich, glaube ich, auf. Was jetzt, glaube ich, der Fall sein wird? Nee, ganz knapp. Ich hatte... Das ist sowas wie die Lebensleiste in dem Game quasi. Okay, jetzt aber. Wow. 6G-Kräfte. Also 6G haben gerade auf mich eingewirkt. Schon ziemlich schlimm, oder? Ich meine, 1G ist ja einmal das Körpergewicht und 6G wären dann 6-mal mein Körpergewicht bei so einem Sprung. Oh. Alter, das war knapp. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich fahre einen Baum. Okay, das war ein Stein. Steine sind nicht gut für Snowboard. Das weiß ich aus dem Real Life. Deshalb ist mein Zoo zerkratzt. Okay, kann ich hier schnell hinweg? Ja. Und nein, da war ein Baum im Weg. Wer hat den hier hingestellt? Langweilig wurde mir während der Open Beta auf jeden Fall nicht. Es gab wirklich genug zu tun. Wie das Ganze dann mit fortgeschrittener Spielzeit ausschaut, weiß ich nicht. Wie gesagt, war nur eine Open Beta. Habe nicht allzu lange gespielt. Aber aufgrund der Tatsache, dass man wirklich den gesamten Berg frei erkunden kann, schätze ich mal, dass einem nicht so schnell langweilig wird. Mein bevorzugtes Lieblingssportgerät in Steep ist übrigens der Wingsuit. Es fühlt sich einfach extrem geil an, mit atemberaubender Geschwindigkeit durch Bäume hindurch zu fliegen oder durch irgendwelche Felsspalten und so weiter. Und ich denke, wenn Steep es schafft, dieses Freiheitsgefühl über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, kann das Game schon richtig erfolgreich werden. Ich meine jetzt natürlich nicht so erfolgreich wie ein Call of Duty oder so, aber schon ein nettes Nischengame. Und seien wir mal ehrlich, welche Wintersportspiel-Alternativen gibt's denn? Und auch wenn mir die SSX-Spiele auf jeden Fall viel mehr Spaß machen als Steep, ja, das muss ich leider sagen, sie machen mir viel mehr Spaß, dieses Arcadige ist einfach mein Ding, gebe ich Steep trotzdem eine Chance, einfach weil es, wie gesagt, ohnehin keine großartigen Alternativen gibt und das Spiel auf seine eigene Weise Spaß macht, indem es den Spielern dieses Freiheitsgefühl vermittelt. Dieses Gefühl, dass man auf diesem Berg alles tun kann, was man möchte. Und das finde ich nice.